Mein lieber Herr Gesangsverein, in der Wetterküche ist ganz schön was los. Und eine Gegend, die sonst immer so ein bisschen stieflich insgesamt behandelt wird, aber sehr schön ist, die Ostsee steht nun im Mittelpunkt mit einem schweren Sturmhochwasser. Und dank euch gibt es auch ein paar Bilder und Videos dazu. Vielen herzlichen Dank und grüße Sie und grüße euch. Und der Marco hat mir dieses Bild unter anderem zugeschickt und dieses. Er hat dazu geschrieben, er hatte schon ein Boot festgezurrt und der Wasserstand war 1 Meter über normal. Und da sollen ja nochmal 80 bis 100 Zentimeter draufkommen, also nochmal 1 Meter. Und so können wir uns in etwa vorstellen, wie es hier ausschaut. Der Wolfgang macht Urlaub an der Ostsee in Dänemark und das sind Bilder, die kennt man normalerweise von der Wucht her und von der Brandung von der Nordsee. Und wenn wir die Felsen hier im Hintergrund sehen, es wird in der nächsten Zeit auch gefährlich sein, an den Steilküsten entlang zu gehen. Da wird wieder einiges abbröckeln, weil die See hier so richtig nagt. Und der Tom hat dieses Bild zugeschickt. Auch am Schluss sehen wir sowohl vom Marco als auch vom Tom noch ein Video. Und wenn da welche immer wieder sind, die sich beschweren, dass das Bild wackelt oder zu schnell gefilmt wird, stellt euch selbst mal in den Sturm und in die Gischt. Vielen Dank, dass ihr das zugeschickt habt. Wie gesagt, das kommt am Schluss. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da so im Einzelnen los ist. An der Ostsee haben wir in der kommenden Nacht zwischen 1,70 Meter und 2 Meter hier in der Kieler und Lübecker Bucht mehr als normal an Wasserstand. Weiter nach Osten zu sind es 100 bis 140 Zentimeter. Da werden einige Küstengebiete hier unter Wasser stehen. Auch in Städte wird das Wasser reinlaufen durch den ganzen Druck. Zum einen ist es der Wind, der die Wellen auch aufpeitscht. Und zum anderen, die Ostsee ist ja ein Binnengewässer. Und der ganze Druck, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr beispielsweise Badewanne oder irgendwas da richtig reinpustet mit verschiedenen Föhns, dann drückt es das alles auf eine Seite und die andere Seite hat dann ein niedrigeres Wasser. Und das ist jetzt beispielsweise an der Ostsee der Fall. Und das Beispiel Kieler Bucht zeigt hier, wohin das Hochwasser geht. Das geht im Laufe des Tages oder des Morgens ein bisschen runter und dann schnellt das nochmal nach oben, stürzt aber dann im Laufe des Wochenendes ab und es wird deutlich ruhiger werden. Dann ist der Spuk vorbei. Wir schauen mal ganz kurz auf die Windspitzen in Kilometer pro Stunde. Heute um 12 Uhr, da liegt das Hauptwindfeld an der Nordsee. An der Ostsee geht es erst los. 4 Stunden später, 16 Uhr, nimmt der Wind zu. Um 20 Uhr noch stärker. Um 0 Uhr beginnt es sich abzuschwächen. Und um 4 Uhr ist das Ganze dann wieder weggezogen. Und wenn wir noch einmal zurückgehen, schaut mal hier in den Alpen und im Südwesten. Da nimmt der Wind auch immer wieder zu. Um die Alpen herum und über die Alpen zieht der Föhn. Gleich noch ein anderes Thema. Und noch etwas. Wir schauen immer auf die Ostsee, aber an der Nordsee, da ist auch was ganz Interessantes. Die Kurve, die ihr hier unten in Orange seht, das ist der Tidenhub, der jetzt da ist. Und das hier oben in so gelb-grün wäre das, was normal ist. Das heißt, wir haben 2 Meter weniger Wasser an der Nordsee. 2 Meter mehr an der Ostsee, 2 Meter weniger an der Nordsee, weil alles weggepustet wird. Da kann man ziemlich weit rausgehen, wenn da zum Beispiel Ebbe ist. An der Hörnum-Odde, das ist ja hier in Hörnum, oder das Gebiet von Hörnum, das hier eingezeichnet ist. Auch saumäßig interessant. Und wenn der Wind sich abschwächt, wird alles wieder relativ normal laufen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Gehen in den Süden, an den Alpen-Nordrand. Und da seht ihr hier oben die Mittagszeit so Föhnstriche aus den Alpen heraus. Das sind die Flusstäler, die bis zur Donau dann gehen. Und da brettert der Südwind durch, auch im Osten Österreichs. Hier sehen wir übrigens den Wind. Und das ist der Wind in 1500 Meter Höhe. An der See kommt er aus östlichen und hier aus südlichen Richtungen. Also richtig starker Föhn. Zum einen. Zum anderen wird die Luft durch den Föhn abgetrocknet. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes der Föhn. Wenn man den in den Nebel halten würde, den Föhn, womit man sich die Haare macht, muss man aufpassen, dass nichts wegfliegt, dann trocknet das. Und hier haben wir die trockenen Gebiete durch den Südwind. Zum einen, die Luftmasse, die über die Alpen kommt, ist auch gigantisch. Bis zu 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Das sind die Werte.
und die wirken sich teilweise noch am Boden aus. Der direkte Modelloutput zeigt 20 bis 25 Grad am östlichen Alpenrand. Im Osten Österreichs geht es sogar noch weiter rauf. Zur gleichen Zeit haben wir im Norden Brandenburgs und im Süden Mecklenburg-Vorpommerns gerade mal 4 bis 5 Grad. Da ist schon einiges los. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben noch ein weiteres Thema und das ist der Niederschlag, der allein bis morgen früh runterkommen soll. Natürlich an den Küsten, da regnet es viel durch diese Luftmassengrenze, die ursprünglich mal weiter nach Süden zu geplant war. Übrigens, das wollte ich euch auch noch zeigen, der Rest Kaltluft ist schon noch da, aber die ist eben zu weit weg für Schnee. Wir wollen aber hier hinschauen, auf der Alpen-Südseite, da knallt alles durch den Föhn gegen die Alpen und löst Stauniederschläge aus und das sind nur die Regensummen innerhalb von wenigen Stunden, also von 36 Stunden, was da runterkommen soll, beziehungsweise Schnee in den Bergen. Ich habe es jetzt mal so rausgenommen hier. 160 Liter auf den Quadratmeter und das für größere Gitterpunkte. Lokal kann es da sogar über 200 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter geben. In den Hochlagen ist das natürlich alles Schnee. Da haut es mal so viel Schnee runter, wie es teilweise in den letzten Wintern gar nicht gegeben hat. Und das ist ja noch nicht das Ende. Die nächsten 10 Tage soll nach dem europäischen ECMWF-Modell das runterkommen. Das sind hier weit über 200, 300 Liter. Im Westen Deutschlands eine Menge, im Südosten weniger, auch im Nordosten Österreichs. Das amerikanische GFS-Modell macht den Klecks mit weniger Niederschlägen eher im Nordosten. Auf der Alpen-Südseite ebenfalls eine ganze Menge Regen. Und wenn wir dann noch mal 6 Tage draufrechnen, kommt gar nicht mehr so viel dazu. Das ist der sogenannte 18er-Lauf, der Nachtlauf des amerikanischen GFS-Modells. Der hatte eine Besonderheit. Muss ich mal kurz zeigen. Das wäre nämlich der Hauptlauf am 3. November mit einem gigantischen Hoch vom Nordatlantik bis nach Russland rein und ein paar kleine Kaltlufttropfen dazwischen. Das wäre dann sehr, sehr viel Hochdruck, ruhiges Novemberwetter. Ja, der Kaltlufttropfen wird ein paar Regen- und Schneefälle lokal bringen können, aber ansonsten hätten wir klassisches Herbstwetter und zwar dann Spätherbstwetter. Es würde auch kälter werden. Schauen wir nur ein Ensemble an, da habe ich mir gedacht, was nehmen wir denn heute mal? Bad Salzuflen in Ostwestfalen. Ihr kennt die Linien, rote Linie, Mittel, Luftmassentemperatur aus 30 Jahren, also das Klimamittel, dann die weiße Linie, das Mittel aller Berechnungen, die Einzelberechnungen im Bund. Und wenn wir mal so ein bisschen den Blick wegnehmen, dann sehen wir so einen ganz, ganz leichten Abwärtstrend bis Anfang November. Zwischendurch gibt es immer wieder Niederschlagssignale, auch beim europäischen ECMWF-Modell. Das heißt, ziemlich normales Wetter, ziemlich normales Voll- bzw. Spätherbstwetter, immer mal wieder mit Regen in den Bergen, auch mit Schnee. Das kam gestern an Regen runter, knapp 3,5 Liter, das meiste im Nordosten und im äußersten Südwesten. Die Sonne war sehr mau dabei, gerade mal eine halbe Sonnenstunde hat es obendrauf gegeben. 1 Grad Tiefstwert im Erzgebirge, 14 Grad im Westen, Höchstwerte 7 Grad im Erzgebirge, 7 Grad in Teilen von Berlin und Brandenburg, dann weiter nach Norden zu bis Richtung Niedersachsen. Überall nur 7 Grad und 21 Grad gab es am östlichen Alpenrand mit dem aufflackernden Föhn. Die Wetterlage zeigt dieses Tief hier vor den Toren Mitteleuropas, also über den britischen Inseln. Wir haben die Südströmung, die starke Ostströmung hier über Skandinavien mit ebenfalls der Luftmassengrenze. Minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe über Norwegen und wir sind bei plus 5 bis plus 10 Grad. Das war alles mal, muss man dazu sagen, weiter südlich berechnet. Es geht so weiter mit der Wetterlage. Am Dienstag grätscht sich dann ein Tief über der Iberischen Halbinsel ein. Wir sind in einer Südströmung. Es wird wieder föhnig werden, aber durch weniger Wind gibt es weniger Durchmischung. Es wird nicht mehr ganz so warm. Und im weiteren Verlauf gräbt sich dann ganz, ganz viel Tiefdruck über West- und Mitteleuropa ein. Und damit beginnt dann dieses Spätherbstwetter mit Schnee in den Bergen. Und die ganze Strömung, das ist die sogenannte 552er, der Jetstream praktisch, der kommt immer wieder von Süden gegen die Alpen. Das heißt, auf der Alpen-Südseite und im westlichen Alpenbogen im Südwesten der Alpen, da brettert ein Niederschlagsgebiet nach dem anderen gegen die Berge und sorgt für Regen und Schnee. Die Temperaturen gehen dann insgesamt zurück und hier im Nordosten über Russland wird es richtig kalt. Der heutige Tag bringt Regen, Regen, Regen und nochmals Regen. An der See kommt der Regen sowieso waagerecht daher durch den starken bis stürmischen Wind. Im Südosten haben wir Föhn, auf der Alpen-Südseite brettern die Niederschlagsgebiete dagegen, 2000 bis 2500 Meter Höhe Schneefallgrenze. Im Norden der stürmische Ostwind, sonst allgemein sehr windig. Etwas konvergent wird es hier werden durch den Südwestwind auf der einen Seite. Südwind gibt es hier mit Föhn.
19 bis 27 Grad, das haben wir eben gesehen, und nur 5 bis 10 Grad, vielleicht sogar nur 4 Grad in dem Regengebiet im Norden. Da kann ganz kurzzeitig auch mal eine nasse Schneeflocke dabei sein. Am morgigen Samstag ist es ruhiger geworden. Der Regen ist abgezogen, der Wind hat sich auch abgeschwächt. Richtung Benelux-Länder sind ein paar Schauer unterwegs. Auf der Alpen-Südseite regnet und schneit es weiter. So ein bisschen was, der Rest vom Schützenfest kommt im Laufe des Tages über die Alpen gezogen, wird aber insgesamt ein deutlich freundlicherer Tag sein. Der Wind dreht auf südliche Richtungen. Im Norden ist Kindergeburtstag gegen die Action von heute. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad in den Alpentälern mit Regen und bei 20 Grad an der Oder und an der Neiße und auch im Osten Österreichs. Am Sonntag auch ein ruhiger Tag. Da ziehen im Laufe des Tages einzelne Schauer über den Norden hinweg. Auf der Alpen-Südseite gibt es einzelne Schauer, sonst viel Sonnenschein. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen, ist im Norden spürbar, im Süden schwach. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad. Gehen wir ganz kurz die neue Woche durch. Der Montag wird ein schöner Tag werden, genauso wie wir es gestern besprochen haben. Im Laufe des Tages gibt es von Südwesten her Gewölk mit ein bisschen Regen. 10 Grad unter den Regenwolken, 20 Grad im Osten Österreichs. Am Dienstag auf der Alpen-Südseite erneut starker Regen, auf der Alpen-Nordseite Föhn. Wir haben es eben gesehen. Im Nordwesten auch Regen, hier nur um die 10, sonst 12 bis 22 Grad, die 22 Grad mit Föhn. Am Mittwoch ist der Föhn zusammengebrochen, am Morgen zieht ein Regengebiet durch, das am Nachmittag im Nordosten liegt. Dahinter folgen noch einzelne Schauer, auf der Alpen-Südseite der meiste Regen, 9 bis 16 Grad. Am Donnerstag wieder ein Tiefausläufer, der durchzieht, im Osten Österreichs nochmal bis zu 18, sonst 8 bis 16 Grad. Schneefallgrenze in den Alpen, hauptsächlich wieder auf der Alpen-Südseite 1500 Meter Höhe. Die Gletschergebiete, die freuen sich wie Bolle. Da schneit es und schneit es und schneit es. An der See gibt es ein paar Gewitter. Freitag unbeständig. Temperaturen 8 bis 16 Grad. Das ist relativ mild für die Jahreszeit, muss man immer dazu sagen. Am Samstag wohl neuer Regen und Schnee im Südwesten. Im Osten Österreichs nochmal warm. 8 bis 16 Grad. Sonst, Schneefallgrenze geht übrigens immer weiter runter. Und am Sonntag, das ist übrigens dann die Zeitumstellung. In die Winterzeit, das ist eine Stunde früher dunkel. Ich finde es so bescheuert, die sollten die Sommerzeit, finde ich, für immer lassen. Im Osten Österreich noch mal bis zu 18 Grad, dann Gewitter, sonst ein paar Schauer im Süden, im Norden Sonnenschein 6 bis 16 Grad. Das ist ein Pi mal Daumentrend, der wird sich in den nächsten Tagen immer wieder verändern und leicht anpassen. Wir schauen ganz kurz auf die Ensembles für den Norden Deutschlands, um die 10 Grad Linie hier. Wir bleiben drumherum, hinten raus geht es ein bisschen runter, dazu geht es recht nass weiter. Im Westen mehr Nässe, mehr Regen, Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, Richtung Anfang November absinken der Temperaturen. In der Mitte auch alles zwischen 10 und 15 Grad. Richtung Anfang November geht es runter mit den Werten. Niederschläge bleiben vorhanden. Im Osten wurden die Niederschläge jetzt so ein bisschen raufgerechnet im Vergleich zu den Vortagen. Temperaturen 10 bis 15, kurz mal an die 20 Grad. Dann geht es hier runter mit den Werten. Und im Süden auch immer wieder nass, wobei das nicht durchgehend ist, sondern mal trocken, mal nass, mal Föhn, mal Rückseitenwetter. Die Werte erst bei 15 bis 20, dann bei 10 bis 15, später bei um die 10 Grad und darunter. Wir nehmen noch zwei interessante Werte aus den Alpenländern. Einmal hier Genf, wo alles immer gegen die Alpen brettert. Schaut euch mal diese Niederschlagsgebiete an, was da runterkommen wird. Und nochmal, in den Hochlagen kommt das alles als Schnee. Das ist die Schweizer Seite der Westalpen und auch in den Ostalpen. Hier das Beispiel Klagenfurt. Anfangs fummelt es nur so ein bisschen rum und dann geht es auch hier los mit intensiven Niederschlagssignalen Ende Oktober bis Anfang November. Und jetzt schauen wir uns noch die Videos von Marco und Tom an. Bis später.